Moin Freunde, jetzt ist aber langsam Sommerloch erreicht, ne? Ja, und stellt euch vor, ich kann auch meinen Senf dazu geben, denn ich habe auch Sommerloch. Facebook erinnerte mich, heute vor 3 Jahren habe ich das erste Weizenstroh gepresst. Dieses Jahr alles weg, aber wo ich drauf hinaus will. Hör mal, wir sind an allem schuld. Wir sind an Klimaerwärmung schuld, wir sind an dem Wetter schuld, wir sind daran schuld, dass meine Socken stinken, verstehst du? Experten ohne Experten. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Gestern? Experte für Landwirtschaft bei Greenpeace. Die haben Experten? Hey, warum haben die keinen landwirtschaftlichen Betrieb? Um vorzuführen, wie es richtig geht. Da sagt der Idiot doch tatsächlich, wir müssen mehr Humus bilden, Kollege. Hast du geraucht oder nicht aufgepasst in der Schule? Vor 35 Jahren, jetzt erzähle ich euch mal einen Schwank aus meiner Jugend. Vor 35 Jahren bin ich mit meinem Papa in Bruch gefahren. Alte Trecker, kleine Karre, Mist hinten drauf. Denn früher, wenn der Stall voll Kacke war, haben wir den auf die Karre geladen und irgendwo hingefahren, wo ein Stück war, wo der demnächst verteilt wurde. Da lagen überall Haufen mit Mist rum. Heute verboten. Früher, 35 Jahre zurück, überall Insekten. Heute nichts mehr. Oh, da liegt nicht daran, weil die Entomologen das alle weggefangen haben. Da liegt daran, weil da keine Drieht mehr in Bruch liegt. Aber jetzt mal ehrlich, da sagt dieser Experte, wir sind schuld. So langsam kann ich die Scheiße nicht mehr hören. Freunde, vor 35 Jahren, ich mit meinem Papa fahre mit der Karre in Bruch, Mist. Scharfe Kurve, vorne LKW. Zack, Karre in den Graben umgekippt. Jetzt wohnte da einer, so ein Kleingärtner. Früher hatte jeder noch einen Garten. Wisst ihr, was der sagt? Paulsen. Das eine kann ich nicht sagen. Ich streck den Karut, der dreht belief he legge. Die Brug ist für der Jad. Wenn ihr das verstanden habt, ja? Heute, du gehst mit deinem Pferd ausreiten, du gehst mit deinem Hund überall. Ja, okay, Hunde, aber Pferd. Du gehst mit deinem Pferd, dann kackt dein Pferd auf der Straße. 100.000 Leute beschweren sich. Scheiße, nehmt den Driet doch mit für euren Blumenkasten. Nein, das geht nicht. Ihr müsst den getrockneten Scheiß aus dem Baumarkt holen für 10,99 statt Kilo, verstehst du? Also langsam müsst ihr Experten euch mal alle ein bisschen wieder am Riemen reißen und mal wieder das Ruder richtig rumdrehen. Ich will ja gerne Humus aufbauen in meinem Feld. Kann ich leider nicht. Weil ich muss ja am Ende des Jahres eine minimale N-Min-Bilanz haben. Aber hey, kein Problem. Ich sage euch nur eins, Insektensterben geht weiter, bis die Tage, euer Bauer aus der Nachbarschaft. Und wenn ihr wollt, dass sich das umdreht, dann lasst ihr die Experten mal wieder arbeiten. Eure Bauern nämlich. So, wisst ihr, was ich jetzt mag? Ich habe da nichts zu pressen. Jetzt kriegt mein Trecker eine neue Scheibe. Weil irgendwann kommt der Winter und dann wird wieder kalt hier auf meinem Trecker.